Seit nunmehr 41 Jahren gehört Neuplanitz zum Zwickauer Stadtbild. Im April 1973 fand die Grundsteinlegung für das Neubaugebiet statt. Errichtet wurde der Wohnungsbaustandort bis 1981 in Großplattenbauweise. Heute ist Neuplanitz noch immer ein Zuhause von rund 8.500 Zwickauern. Eine Fotoausstellung im Rathaus informiert über die 41-jährige Geschichte des Stadtteils. Feierliche Eröffnung war heute Vormittag im Foyer neben dem Bürgersaal. Entstanden ist die Fotoausstellung auf Initiative der WEWOBAU mit Unterstützung der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Anlass war das 40-jährige Stadtteiljubiläum im vergangenen Jahr. Wir haben seit 4 Jahren jedes Jahr ein Teichfest in Neuplanitz gefeiert. Und da kam die Idee, anlässlich des Teichfestes, wenn alle Neuplanitzer zusammenkommen, können wir doch mal ganz besonders das 40-jährige Bestehen von Neuplanitz feiern. Bekanntlich haben wir ja dieses Jahr 60-jährige Jubiläum der Genossenschaft, was wir zusammen mit den anderen Genossenschaften feiern. Und da wir mit der GGZ gut zusammenarbeiten, haben wir uns gedacht, okay, wir rufen unsere Mitglieder mal auf und machen einen Fotowettbewerb. Wer noch alte Fotos hat, um alte Erinnerungen darzulegen. Und wir haben sehr viele schöne Fotos aus den Gründerjahren gefunden. Und wie jeder sehen kann, widerspiegelt die Ausstellung Werden und Wachsen des Stadtteiles. Indem der Vorstandsvorsitzende der WEWOBAU von 1978 bis 2001 selbst einmal zu Hause war. Ich kam ursprünglich aus der Nordvorstadt von der Leipziger Straße 86, direkt über der Gaststätte Glauchau damals. Und wir hatten noch Ofenheizung. Und früh, wenn wir aufgestanden sind, war es erst den Ofen anheizen. Und die Kinder mussten sich anmummeln, weil es noch kalt war. Und als wir nach Neuplanitz gezogen sind, waren die Kinder überglücklich, dass die dort nackig durch die Wohnung rennen konnten. Die waren damals, ich glaube, 6 und 4 Jahre. Und was besonders schön war, dass das warme Wasser aus der Wand kam und man konnte dort baden. Und das fanden die so toll und sie haben sich auch sehr gefreut, dass der Kinderspielplatz direkt vor der Haustür war. Wir hatten dort ein sehr schönes Wohnumfeld und sehr viele Kinder im Haus. Nicht so wie heute, wo man nur noch ältere Mitglieder sieht. Und wir manchmal so unsere Probleme haben, wenn die Kinder im Haus rumrennen und schreien. Aber damals hat es niemand gestört, weil wir alle Kinder im gleichen Alter hatten und die haben sehr gut miteinander gespielt und wir waren eine sehr gute Hausgemeinschaft, haben zusammen Geburtstage gefeiert, Kinderfeste gefeiert, wie es heute teilweise auch noch der Fall ist. Und wir haben sehr gute Erinnerungen an Neuplanitz. Im 41. Jahr seines Bestehens ist der Stadtteil noch immer sehr lebendig. 8.500 Zwickauer haben hier ihr Zuhause. Rund 1.800 Wohnungen werden von der GGZ verwaltet. Davon sind rund 92% vermietet. In Neuplanitz haben wir eine sehr gute Infrastruktur, Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, die Verkehrsanbindung ist optimal. Also Planitz ist für uns ein lebenswerter Standort. Wir hatten im letzten Jahr in Höhe von 1,1 Millionen dort Sanierung und Instandhaltungsleistungen gebracht und auch im Jahr 2014 sind wir mit 1,4 Millionen dabei. Unter anderem in Energiesparmaßnahmen, die wir dort umsetzen, also Umstellung von Einrohr- auf Zweirohrheizung, beziehungsweise der Wohnungsausbau für Neumieter ist auch eine Größenordnung, was wir dort umsetzen, Giebeldämmung und dergleichen. Also für uns ein absolut wichtiger Standortfaktor. Den schätzte in den 1970er Jahren auch die heutige Oberbürgermeisterin. Pia Findeis war in Neuplanitz 16 Jahre lang zu Hause. Anfang der 70er Jahre gab es Wohnungsnotstand in Zwickau. Viele junge Familien wollten in eine moderne Wohnung ziehen und so auch meine Familie. Und ich bin dann mit 22 Jahren nach Neuplanitz gezogen und das war die erste Wohnung, in der ich ein Bad hatte oder auch eine Fernheizung hatte. Das kannte ich bis dahin nicht. Und wir haben dort 16 Jahre gelebt. Wir haben dort, die Kinder haben ihren Großteil ihrer Zeit dort verbracht. Und das waren eigentlich 16 schöne Jahre. Und damals, als wir eingezogen sind, hatten wir gesagt, hier werden wir nie mehr ausziehen. Aber das zeigt eben, sage niemals nie. Mit der Wende 89-90 haben sich ganz andere Möglichkeiten ergeben in Richtung Wohneigentum. Und jetzt wohnen wir in einem eigenen Haus in Planitz wieder. Andere haben ihrem Stadtteil die Treue gehalten und wohnen heute immer noch dort. Aus diesem Grund liefert die Ausstellung 40 Jahre Neuplanitz nicht nur einen Blick zurück, sondern auch ein Bekenntnis zu einem funktionierenden Wohngebiet in Zwickau.
Die letzten 20 Jahre sind genutzt worden, um Neuplanitz schöner zu machen, um die Häuser zu sanieren. Hier auch Dank an die GGZ und die WEWOBAU, die sich als Großvermieter dort sehr engagiert haben. Wir haben aber auch Rückbau gemacht in Neuplanitz. Die Infrastruktur stimmt jetzt auch mit dem Straßenbahnanschluss. Es gibt Ärzte dort, die man aufsuchen kann. Es gibt die Bildungsinfrastruktur mit Kindergärten und Schulen. Und damit ist es ein Stadtteil, der mir nicht zu viel Sorgen macht. Da machen wir schon andere Stadtteile gleich in der Nachbarschaft, Niederplanitz, Gebiet Wilhelm-Stölle-Platz, Innere Zwickauer Straße, mehr Sorge. Für das Stadtteiljubiläum haben zahlreiche Einwohner von Neuplanitz ihre Fotoalben gesichtet und persönliche Erinnerungen der letzten 40 Jahre zur Verfügung gestellt. Besichtigt werden kann die Ausstellung im ersten Obergeschoss des Rathauses noch bis zum 25. April.